Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in Oldenburg auf dem Oldenburger Filmfestival zur 25-jährigen Ausgabe eines sehr besonderen Festivals. Denn unter allen niedersächsischen Filmfestivals ist das Oldenburger das mit dem meisten Prestige. Ja, das ist auch in Hollywood bekannt. Wir haben jedes Jahr in Oldenburg große Größen. Vor 2 Jahren war Nicolas Cage da. Dieses Jahr gibt es auch wieder einen Star. Alle bekommen ihren Stern immer auf dem Walk of Fame in Oldenburg. Und es ist ein besonderes Festival und Chris Schlabberluck, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Chris Ostermann, der trägt immer grüne Schlabbersachen, in allen Ehren, aber für diese Gelegenheit müssen wir uns mal ein bisschen in Schale schmeißen. Und mit wir meine ich Chris. Und deswegen, Chris, wir beide gehen jetzt erstmal einen Anzug kaufen. Nee, mach ich nicht. Doch, Chris, das machen wir jetzt mal. Das Nein. Ach Quark, ich zieh mir doch keinen Anzug an. Doch, Chris, das ist in Ordnung. Ich zieh mir doch keinen Anzug an, nur weil Nicolas Cage oder irgendein sonstiger Bild kommt. Ja, aber es geht ja nicht um dich. Weißt du, da stehen dann 100 Journalisten und alle sind ein bisschen in Schale geschmissen und dann kommt der Chris Ostermann mit dem Zopf und einem grünen Lätzchen. Es geht doch mal ums Event, es geht um einen roten Teppich. Vergiss es. Wir haben da viele Sterne, Nicolas Cage, Keith Carradine. Das hat nichts mit Ego zu tun. Ist doch schön, dass du die Kamera machst. Ich brauch das doch nicht. Es geht nicht für die Kamera, es geht für das Event. Hier sind Stars. Ja, und das ist deren Problem. Ja, nein, das ist nicht deren Problem, es ist Hollywood. Hollywood ist Glamour, Hollywood ist Anzug. Muss ich doch nicht schwarz anziehen, es sei denn, es wäre MeToo. Doch, wirklich. MeToo-Zeichen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Schließ die Augen und schlaf. Und entspanne. Vielleicht einmal auf sein Gesicht. Das geht doch wieder, ist auch wieder ein diskriminierender Minderheitenwitz. 37. Ja, es gibt Leute über 45 und die haben mehr Falten als Lasse Gebauer. Wo ist das Problem? Dry Age. Das könnte er sein. Ich glaube, das könnte er sein. How do you like it? It's beautiful. It's such an honor. Hi, nice to meet you. Hi, nice to German meet you. Television. Hello. Hi, well, this is Starman to you. Okay, ready? Yeah. Set. Schreibst du am Text? Mhm. Ich wette, den Walk of Fame fandst du scheiße. Ja, willst du meinen Satz hören? Unbedingt. 50 Leute stehen um einen roten Teppich und tun so, als sei es wie in Hollywood. Zweiter Satz folgt. Findest du es gerecht? Alles Oberfläche und das, was Festivals eigentlich ausmacht und was Arthouse-Kino eigentlich ausmacht und was mich, dass eben diese Festivals auch symbolisieren, dass diese Filmemacher mit ihren kleinen Filmen, mit ihren ganz feinen, berührenden Geschichten hier auf dem Publikum zum ersten Mal treffen und sich da, also eigentlich, es geht um Augenhöhe immer, es geht um, der hat eine Geschichte, da hat er ganz lange dran gearbeitet, da hat er sein Herzblut und ganz viel Zeit reingegeben und das zeigt ihr auf dem Festival und da bin ich dann dankbar, wenn ich seinen Film sehen darf und mich mit ihm unterhalten darf, irgendwie. Bei einer Tasse Kaffee. Das kannst du nicht, wenn er einmal über einen roten Teppich laufen kann. Kann er schon, aber das ist ich gucke von unten nach oben. Und da gehört er nicht hin. Das sind Geschichten, die kommen auf Augenhöhe. Superheldengeschichten. Und ich gucke zu den Superhelden hin. Das ist irgendwie, das ist Traumfabrik-Kino. Das ist nicht das, was für mich Festivalfilme ausmacht. Das heißt, es gibt deiner Meinung nach gar kein Argument. Gar kein Argument dafür, dass man auch mal bei Indie-Produktion ein bisschen Glamour inszenieren kann.
Ja, was bedienst du da? Nur Eitelkeiten der Leute, also oder der Sponsoren. Also, kann man machen, aber. Also eigentlich steht das. Pass auf, nein. Einfach nur, weil du Chris Ostermann bist, bin ich dagegen. Ja, ist auch okay. Okay, ich, ja. Darfst du auch. Frag doch mal auf dem Festival rum, wie andere Leute das so finden. Genau, mach mal einen journalistisch ausgewogenen Beitrag. Ja, ist doch fein. Position dafür und Position dagegen. Sehr gut. Ja. Und da kann ich doch auch mal als ehemaliger Linksradikaler und Kapitalismuskritiker auch mal eine harte Position ergreifen. Mach ich. Habe ich schon gesagt, dass er eine FDP ist? Ich habe gesagt, ich bin Linksradikaler, ja, da kann ich doch mal aus. Diesen billigen Sekt bin ich gar nicht gewohnt, deswegen schüttel sie ihn jetzt runter. Cheers. So, darauf ein DJ-Ding. Der war aus den 80ern, der Spruch. Übrigens, wieder eine Moderation, die kam aber eh aus den 90ern. Tja, da muss jetzt richtig saufen, wa? Why is that needed at a small independent festival? You know, I think that there... the star aspect of it. The star aspect of it, I mean... I think it's something that is pleasing for people. I think it's an entertaining thing to do. Der Glamour, das gehört ja dazu, ist auch fürs Volk, ja, die freuen sich ja auch. You know, it's what the audience wants to see, you know, and I don't think that there's anything wrong with trying to give them that, you know. Der Film hat immer irgendwie so ein bisschen Glamour und sowas Spannendes und Aufregendes und dann muss man auch mal einen roten Teppich machen. Anderen Seite ist aber das Filmfest Oldenburg auch dafür bekannt, gerade dahin zu gehen, wo es wehtut, in die Nische, in die besonderen Filme, in die kleinen Filme. It's really just about the movies and the people who come and attend the festival. That's all they care about. Ist es nicht eigentlich kontraproduktiv, dass man kleine intime Filme macht, aber die Produzenten auf so ein Star-Level vielleicht irgendwie erhebt? Ja, wenn wir nur das kleine Kino zeigen, was keiner kennt, und nicht so einen Hook irgendwie haben, dann wird das vielleicht ein mühsamerer Akt, vielleicht nie gelingen. Aber mit so ein paar Spotlights, die wir setzen, kann man, glaube ich, dann den Blick auf das Ganze irgendwie vergrößern. I think it's nice. I think it's nice. And I don't think anyone's ever going to mistake this for Cannes, which is, you know, insane and a zoo, frankly. And, you know, I know it's world-renowned and it's been there for many, many years doing that thing. But I love the fact that there is this small, intimate festival that has its own version of that ritual. But I don't think it will. I don't think there's any danger of it becoming. I think this is going to stay true to itself and true to its origins. And it really is about a celebration of film. Kannst du das sehen? Ja, mit Keith Carradine läuft's hier einfach so. Die machen halt keinen Buhai. Ja, das ist jeder gleich. It's a little bit more relaxed atmosphere, you know. And there's a chance to interact with people on a much more intimate basis. And people can walk right up to you and say, hello, it's nice to meet you, I like what you do. You know, it's sweet.